Wir schauen noch mal auf die Bundeswehr. Ist ja auch ein großes Thema jetzt bei den Haushaltsberatungen 2025. Denn Finanzminister Lindner hat ja die Ministerien aufgefordert, so, ihr müsst sparen, sparen, sparen. Und da geht es natürlich auch um die Bundeswehr. Aber die Bundeswehr braucht natürlich auch nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Personal. Wir wollten Ihre Stimme hören. Was halten Sie von der Einführung, der Wiedereinführung der Wehrpflicht? Nein, ich finde es nicht gut. Jeder soll selbst entscheiden. Also keine Wehrpflicht. Ich bin dafür. Warum? Weil die Bundeswehr ja nicht richtig aufgestellt ist. Das merken Sie ja auch. Und wie soll man das sonst anders wiederherstellen? Und ich bin aber nicht für eine Wehrpflicht, sondern ich bin für eine Dienstpflicht für alle und alle Geschlechter, weil auch unsere Sozialsysteme das natürlich brauchen. Finde ich nicht gut. Also ich würde nicht gerne zur Armee gehen. Ich glaube, wenn man sieht, was aktuell los ist, ist es vielleicht angebracht, sich darauf vorzubereiten. Also ich wäre für die Wehrpflicht, da wir auch zurzeit in schweren Zeiten leben. Und es wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja, falls man doch von Russland attackiert werden sollte, wäre es sinnvoll, dass man vorbereitet wäre. Ein Jahr etwas dem Staat zurückgeben, was man vorher bekommen hat, das wird nicht sehr gut. Es ist gut, aber andererseits finde ich, lass die jungen Leute entscheiden, ob sie das, man muss sich auch berufen fühlen, um das zu machen. Sollte diese Pflichten, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich war selber Wehrpflichtiger und ich kam mir vor wie im amerikanischen Film. Ja. Also das war nicht besonders erheiternd, aber auch nicht besonders nützlich damals. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.